Shalom, Shalom. Wir haben heute wieder ein Prinzip im Reich Gottes, das jedem, mit dem jeder konfrontiert wird, der sich bedingungslos Gott zur Verfügung stellt. Und zwar ist es als eine Predigt von Rolf Klingler, auch ein liebes Mitglied von der Strahlender Freude Gemeinde in Pforzheim. Und es heißt: Altes zurücklassen. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Entwicklungsstufen. Wir beginnen als Säuglinge mit der Muttermilch und sind voll abhängig vom Schutz und der Fürsorge unserer Eltern. Dann durchlaufen wir den Kindergarten und die Schulzeit. Versuche einem Schüler vorzugeben, dass er nur Muttermilch trinken darf und 80% seiner Zeit aus Schlafen bestehen muss. Jetzt ist klar, er hat einige Stufen in seinem Leben genommen und will, oder besser, wird nicht mehr zurückgehen. Das ist ein natürlicher Prozess des Wachstums. Es gibt aber beim Christen parallel einen geistlichen Prozess. Dieser ist allerdings nicht so typisch vorprogrammiert. Er beginnt meist mit einem Aha-Erlebnis durch einen Impuls von außen. Es ist das lebendig werdende Erkenntnis, dass Jesus in mein Leben treten will oder getreten ist. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war, als wir noch geistlich unbekümmert vor uns hinlebten. Das ging auch den Fischern am See von Galiläa so. Als Jesus sie radikal aufforderte, folge mir nach. Darauf mussten sie reagieren mit einer Entscheidung, ja oder nein. An vielen Stellen in unserem Leben würden wir dann sagen, eher ein bisschen oder vielleicht oder schauen wir mal, probieren wir es einmal. Wir kennen auch die Geschichte der Leihstellung, das heißt erstmal ausprobieren, ob es mir auch gefällt. In der geistigen Welt gibt es das nicht. Hier heißt es ganz oder gar nicht. Es gibt ja auch nicht ein bisschen schwanger zu sein. Und ich sage immer, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Manche dieser Entscheidungen sind gravierend. Sie verändern alles. Wie war das, als Jesus seine ersten Jünger rekrutierte? Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Taglöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Markus 1,16-20. Für die Fischer war es eine besonders harte Entscheidung. Sie waren doch die Ernährer ihrer Familie. Könnt ihr euch vorstellen, was deren Ehefrau, Eltern oder Freunden zu ihnen sagten, als sie hörten, dass sie statt zu arbeiten und für den Lebensunterhalt der Familie zu sorgen, lieber mit einem Fremden herumreisen wollte? Da gehört Mut und Entschlossenheit dazu, die nur durch die tiefe Überzeugung geäußert werden kann, dass es hundertprozentig richtig ist. Gott ist diese hundertprozentige Sicherheit, dass wir es richtig machen. Nach ihm sehnen wir uns doch schon unser ganzes Leben. Bestand, Vertrauen und Liebe, das sind die grundlegenden Dinge, die in uns erfüllt sein wollen. Um Veränderung generell anstoßen zu können, darf es einer Entscheidung, um aus unserem aktuellen Status herauszukommen. Die nächsten Schritte sind dann nur noch logisch und zeitlich folgende Konsequenzen. So wie DVD in den DVD-Player einlegen und auf Start drücken, oder? Nicht ganz so einfach. Es gibt da ein paar zusätzliche Abfragen mit Antworten zu versehen, entweder mit Ja oder Nein.
Oder aber zum Beispiel in welcher Sprache, mit Untertitel oder doch für Gehörgeschädigte. Der Film abgespielt werden soll, aber dann läuft der Film. Zurück zu den Fischern. Für sie gab es nach Jesu Aufruf auch nur den Weg, mit ihm zu gehen. Er lief einfach weiter. Sie sagten ja nicht, warte mal und komm in 2 Wochen nochmal vorbei. Bis dahin habe ich darüber nachgedacht, mich entschieden oder alles geregelt. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Lukas 9,60. Hier wird klar, dass sein Aufruf nachzufolgen ernst gemeint ist. Jesus spricht von einer Beerdigung. Das ist eines der intimsten Anlässe in der Familie, die es gibt. Ist er so grausam, diesen Dienst an den Angehörigen verwehren zu wollen? Wegen seiner Sache? Was meint er mit den Toten? Es geht hier nicht um körperlich tote Menschen, sondern um geistlich abgestorbene Menschen, die vom lebendigen Evangelium nichts wissen wollen. Für jene zählen diese Art von Ritualen mehr als ihre mögliche Erlösung. Für Jesus ist die Rettung unbekehrter Menschen, die dadurch ewiges Leben bekommen, wichtiger. Es ist die höchste Priorität. Dazu braucht er Werkzeuge, die für und mit ihm unterwegs sind. Da gibt es keine dringlichere Aufgabe. Ein Beispiel für einen Aufbruch im praktischen Leben. Wie geschieht es bei einem Arbeitswechsel? An letzten Tagen Aufgaben an Kollegen verteilen, Schreibtisch räumen, Papierkorb füllen, es geht mich dann nichts mehr an. Andere treten an meine Stelle, jetzt kann ich an die neue Aufgabe denken, die vor mir steht. Was ist das Alte für einen Christen? Gewohnheiten, Streitereien, Verletzungen, Bindungen, Aufgaben, Ängste, Sorgen, aber auch die geliebten Sicherheiten des Lebens, Job, räumliche Umgebung, Lebensversicherung, Familie. Was ist aber wichtiger als das Alte zurücklassen? Das Neue ist wichtiger. Und so sieht dann der neue Start aus. Erster Arbeitstag. Alles ist anders und ungewohnt. Freude auf die neue Aufgabe. Alles ist neutral und jungfräulich. Keine Auseinandersetzungen mit den alten Kollegen. Der Posteingang ist leer. Nichts vom Alten ist mehr da. Oder lässt du dir die Aufgaben und Mails zur Bearbeitung von der alten Firma nachschicken? Du bist für einen anderen Chef tätig. Er hat andere Aufgaben für dich und andere Anforderungen und Richtlinien. Ja, ich habe einige Male solche Situationen erlebt, wo Gott sagt, folge mir nach. Lass das Alte hinter dich. Und man wird dann auch manche Menschen schockieren. Aber ihr Lieben, die Hauptsache ist, du schockierst Gott nicht, sondern du bist ihm treu. Aber das kann nachhaltig nur geschehen, wenn die Seile wirklich gekappt sind. Und wie soll ein Schiff aufbrechen, wenn noch fette Taue am Kai festgemacht sind? Selbst mit aller Gewalt geht es nicht glatt. Es gibt erst einen fetten Ruck und dann muss kräftig gegengesteuert werden, um gerade auszukommen und nicht umzukippen, wenn es überhaupt noch gelingt. Manchmal ist es besser, an der Abnabelung zu arbeiten, offene Geschichten wirklich sauber zu beenden, reinen Tisch zu machen. Sonst fühlt es sich an wie ein Spaziergang mit Kaugummi am Schuh. Du klebst und erinnert dich bei jedem Schritt unangenehm an ein altes Problem, an Fehltritte. Die neue Zielausrichtung ist wichtig und sollte nachhaltig sein. Ein Zickzackkurs ist definitiv ungeschickt, bremst, gefährdet sogar und ist uneffektiv. Wenn du es richtig machst, erkennen die Menschen deinen roten Lebensfaden und deine Veränderung im Leben. Die geistlichen Früchte reifen heran. Du wirst kontrollierter, fluchst nicht mehr, lästerst nicht über andere. Freust dich nicht, wenn sie über einen Arbeitskollegen herziehen und machst auch nicht mit. Stattdessen verteidigst du ihn, hebst seine guten Eigenschaften hervor.
Du bist morgens nicht mehr mürrisch, wenn du am Arbeitsplatz oder in der Schule auftauchst, sondern freust dich, wenn du einen Job hast oder in die Schule gehen kannst. In vielen Ländern ist das gar nicht möglich. Du bist privilegiert. Du hast einen Grund zur Freude. Wenn du glaubst, du hast einen unmöglichen Chef, bete für ihn. Wenn er Jesus in sein Leben aufnimmt, wird er sich auch verändern. Ich garantiere dir das. Ich habe es erlebt. Ich musste für einen Chef viele Jahre beten. Der Herr hat gesagt, ich lasse dich nicht weg hier, bevor du den Mann nicht liebst mit der Gabe Liebe. Meine erste Antwort war, dann gehe ich hier in Pension, Herr. Sagt der Herr, nein, kämpfe um ihn. Und ich durfte ihn am Totenbett zu Jesus führen. Und er wurde wieder geheilt von Gott. Ihr Lieben, Gott hat für uns Wege, die können wir oft nicht verstehen. Aber er macht keine Fehler. Erst wenn du aus deinen alten Gleisen heraustrittst, kannst du andere Wege gehen. Es ist allerdings nicht planbar, was dann kommt, wenn du mit Jesus gehst, ihm vertraust. Du kannst nur sicher sein, dass er dich nicht fallen lassen wird. Vermeintlich scheinende Misserfolge, weil du halt jetzt fadengerade und kompromisslos vorangehst, werden sich später als Gewinn herausstellen. Wir sind oft nicht reif genug, um unseren Horizont weit genug zu öffnen, um es gleich zu verstehen. Und das ist das Wunderbare. Gott kennt das Ende vom Anfang. Du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm wirklich vertrauen. Blind. Wir dürfen uns nicht frustrieren lassen, wenn Menschen Jesus nicht annehmen wollen. Wir sind nicht sein Anwalt. Streite dich nicht mit den Menschen. Mit der Bibel aufs Hirn zu schlagen, bringt gar nichts. Das ist sogar kontraproduktiv. Sein Wort wirkt allein. Bringe es nur offen nach außen. Wir sind seine Botschafter und nicht die Anwälte. Die Botschaft bietet Zuflucht für Hilfesuchende. Hier ist es wichtig, klarzumachen, dass wir so eine Botschaft, so ein Wort, das Hilfe bietet, vertreten und vorleben. Solange die Menschen nicht an dir die Ergebnisse des gelebten Evangeliums erfahren, kannst du reden, solange du willst. Ich habe mal den Herrn gefragt, weil ich habe schon sehr früh wollen Menschen zu Jesus bringen. Und dann habe ich gesagt, Herr, warum kommt keiner zu Jesus? Manche haben sogar gesagt, ich habe schon ohne Jesus genug Probleme. Wisst ihr was? Die haben mein Leben angeschaut. Die haben gesehen, ich erlebe noch nicht, was ich predige. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist das Problem? Und er hat gesagt, die Verpackung. Dein Leben ist noch nicht konform mit deiner Botschaft. Lass mich an dir arbeiten. Und das tut er immer noch, ihr Lieben. Das Wort Gottes muss sich in uns verstoffwechseln, bevor die Welt erkennen kann, dass das Wort, das wir sprechen, mit dem, was wir erleben, konform ist. Wir dürfen uns nicht frustrieren lassen, wenn Menschen Jesus nicht annehmen, wirklich. Sondern wir sollen mutig dranbleiben. Beten, beten. Wir sind Priester. Priester bringen zuerst die Menschen zu Gott und dann Gott zu den Menschen. Wenn die Menschen seine Botschaft wirklich ablehnen dürfen, zum Beispiel sollen wir dann auch loslassen. Du sollst dann diese Angelegenheiten aus deinem Gedächtnis streichen. Staub abstreifen ist eine aktive Handlung, die wir vollziehen müssen. Es passiert also nicht aus Versehen oder von allein. Es darf uns nicht belasten. Wir sollen unbeschwert weiter vorangehen. Nur so sind wir wirklich frei für die nächste Aufgabe, die Jesus für uns bereithält. Wenn du dich auch davon nicht lösen kannst, kommst du sonst schnell in Selbstzweifel und der Satan hat deine Fahrt voll ausgebremst. Es bedarf ab und an der zweiten Gelegenheit, welche Gott vielleicht durch einen anderen nutzen wird, aber zu seiner Zeit, die dann besser passt und es dann vollbracht wird. Ihr Lieben, sei ein aktiver Christ. Verlass das Alte, vertraue auf Gott und breche auf zu neuen Ufern. Gott wird dich begleiten und führen. Vertraue ihm, vertraue ihm. Und ihr Lieben, das ganze Leben mit Jesus ist ein permanentes Lernen. Er verändert mir permanent die Klassenzimmer und die Lehrer, aber immer die gleiche Botschaft. Vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Und wisst ihr, er macht nie einen Fehler, nie. Bleib bei ihm, er bleibt bei dir.
Shalom, shalom.